Hallo meine Lieben, hier ist wieder euer DevCorp. Heute mit einem kurzen Angeltrick. Und zwar, wenn ihr eure Garnison so weit habt, dass ihr hier quasi diese Angelstube habt, dann bekommt ihr hier, meine ich, dass es ab Stufe 2 war, eine Daily. Diese Daily zum Beispiel sollte hier immer hier so Ei eines Feuerammoniten sammeln. Und diese Eier bekommt man, wenn man quasi diese Fische ausnimmt, also hier säubert, ne? Ich habe hier 20 Stück für die kleinen und 10 für die großen. Und da kommen diese Eier raus. So, und der Trick in diesem, worum es sich in diesem Video eigentlich überhaupt dreht, ist nämlich der, dass wenn ihr an der Garnison angelt, also in dem großen Teich hier, dann bekommt ihr nämlich beim Angeln nach und nach diese ganzen Köder raus. Diese Köder haben den Trick, dass sie je nachdem hier zum Beispiel Köder für blinde Seestörer benutzen. Seestörer schenken eurer Angelroute 5 Minuten lang erhöhte Aufmerksamkeit. Wenn ich das jetzt dran mache, dann habe ich jetzt hier oben einen 5-Minuten-Buff. Wenn ich jetzt angel, habe ich halt eine sehr krass stark erhöhte Chance, halt nur diese Seestörer aus dem Wasser zu holen. Innerhalb dieses 5-Minuten-Zyklus bekommt ihr eigentlich fast immer, also sagen wir einfach mal in 9 von 10 Fällen, diesen Köder wieder zurück. Wodurch ihr natürlich, sämtliche 7 oder 8 Fischsorten, die es da gibt, alle hier oben in dem See angeln könnt, ohne dass ihr großartig in der Welt herumreisen müsst. Seht ihr? Blinder Seestör, großes Stück. Wo haben wir ihn? Hier. Hat einen geangelt. So kann man halt diese 5 Minuten ja relativ gut ausnutzen, ne? Halt auch zum Kochen hochskillen. Ich habe jetzt hier noch fest meine Gewässer, müsste ich jetzt hier noch fertig machen. Seestöre brauche ich sogar noch. Dann nehmt ihr die halt einfach aus, kriegt dann meistens so 10 bis 20 Stück aus diesen Fischen heraus. Könnt halt hier dann eure Kochstelle hinsetzen. Zack. Und dann könnt ihr halt direkt hier am Wasser euer Kochen auf 700 hochskillen. Weil wenn ihr euch Rezepte fehlen oder so, dann kriegt ihr die, dann kocht einfach irgendwas Grünes oder was Gelbes und dann kriegt ihr das Rezept meistens und ne, dann könnt ihr halt hier direkt die hochstufigen Sachen dann kochen. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt hier schon vorgeangelt, dass das Video halt nicht zu lang wird. Ich soll heute Feuerammoniten-Eier bringen. Das heißt, wir nehmen einfach mal hier diese Ammoniten raus und ihr seht schon, 6 von 10 Eiern. Hier nochmal ausgenommen, 10 von 10 voll. Und können halt direkt hier, wo wir die Quest angenommen haben, angeln, die Fische ausnehmen und direkt Quest wieder abgeben. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen was erleichtern, dass ihr nicht großartig in der Welt herumreisen müsst, um Fische beziehungsweise Sorten zu suchen. Angelt einfach hier, ihr kriegt nach und nach sowieso die ganzen Köder raus. Dann macht diesen Köder aktiv für die Daily, wo ihr braucht, oder für das Kochen, was ihr braucht. Dann angelt ihr einfach diese 5 Minuten. Innerhalb dieser Zeit kriegt ihr sowieso den Köder wieder zurück. Und dann könnt ihr eigentlich eine Stunde lang denselben Fisch durchangeln. Ja, das soll es für dieses Video auch gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Euer DevCopTunes, macht's gut.